Lieber jetzt gleich einen GbR-Vertrag abschließen. Kein Zweifel, die Zeichen stehen auf Sturm. Einige Banken gehen bereits dazu über, Guthaben ab einer bestimmten Höhe mit Strafzinsen zu belegen. Soweit sind wir schon gekommen. Aber diese Strafzinsen, die sich bei manchen Geldinstituten als heimliche Gebührenerhöhung tarnen, sind erst der Anfang dessen, was sich noch alles zusammenbrauen wird. In diesen Tagen wird mit viel Mediengetöse gefeiert, dass der Bundesfinanzminister keine neuen Schulden mehr aufnehmen will. Von einem Haushalt für die Geschichtsbücher wird da großspurig schwadroniert. Was diese Narren gern verdrängen: Deutschland ist heute mit über 2 Milliarden Euro verschuldet. In Worten: 2000 Milliarden. Selbst wenn wir die gefeierte schwarze Null auf ewig weiterführen und dazu noch mit der Rückzahlung beginnen könnten, würden wir dennoch etliche 100 Jahre brauchen, um diese unvorstellbar gigantische Summe abzahlen zu können. Was im Klartext heißt: Wir können es überhaupt nicht. Diese dreiste staatliche Wechselreiterei auf die Zukunft unserer Kinder und Enkel wird und muss mit mathematischer Gewissheit kollabieren. Es wird bald krachen, und zwar so richtig. Das oft verkannte Problem dabei ist, dass wir schon seit Jahrzehnten in einer Welt des Scheingeldes leben. In einem System also, in dem wir realen Geld überhaupt keine materiellen Gegenwerte mehr entsprechen. Jene Leute also, die sich im Moment noch über große Guthaben freuen, übersehen dabei, dass dieses Guthaben dummerweise komplett aus Schulden anderer Leute besteht. Und wenn diese Schulden nicht mehr bedient werden können, dann sind mit den Schulden auch die Guthaben verschwunden. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Damit Sie jetzt vorsorgen und Ihr Hab und Gut möglichst rasch unter dem Schutzschirm einer GmbR stellen, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Denn wenn das von mir beschriebene finanzielle Chaos erst einmal ausgebrochen ist, wird alle Welt hinter Ihrem Geld her sein. Auch Ihre Immobilien, Ihr Einkommen und Ihre anderen materialen Güter werden ins Fadenkreuz anderer Menschen geraten. Wohl dem, der dann vorgesorgt hat, indem er seine Vermögenswerte rechtlich bombenfest eingerichtet hat. Genau diesen dringenden benötigten Schutz bietet Ihnen die GbR. Zugegeben, so eine GbR mag äußerlich nicht viel hermachen. Aber ich selbst verlasse mich schon seit Jahrzehnten auf den Schutz solch einer GbR. Und obwohl seither Gläubiger in Scharen versucht haben, an meine Vermögenswerte zu kommen, ist es keinem einzigen gelungen. Denn ein richtig aufgesetzter GbR-Vertrag bildet einen undurchdringlichen Schutzwall um mein Hab und Gut. Um so einen Schutzwall können Sie auch nutzen, ganz ohne Rechtsanwalt. Lesen Sie meinen Ratgeber Vermögenssicherung durch GbR-Vertrag und das möglichst rasch, bevor es zu spät ist. Kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.